Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs in Simotrans und ja, uns geht die Kohle alle, das haben wir schon gemerkt. Wir müssen mal schauen, dass wir hier irgendwie recherchieren, wo es bleibt. Vielleicht den einen oder anderen, das eine oder andere Fahrzeug austauschen, weil die Schiffe zum Beispiel, die Segelschiffe, die sind ja durch diese ja, Barkasse oder was es auch immer ist, da abzuwechseln. Da können wir vielleicht die eine oder andere Mark sparen. Schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. Ah ja, übrigens. Mein Rechner geht wieder, nachdem ich das Motherboard irgendwie wieder zurücksetzen konnte und hoffe, dass es so bleibt. So. Also hier Monate, Marge, war schon an, ne? Ja, hier hatte ich schon geguckt. Läuft nicht ins Plus. Dann gehen wir in die Listen. Auf die Fahrpläne. Gewinnen haben wir hier schon. Und der hier macht das wenigste Geld. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Wo fährt der hin? Das ist hier da. Ah ja, das war der, der hier wechselt, ne? Wie wir stehen denn hier so? Für Waibling Rathaus 73 und dann nochmal 56. Das sind doch die, die hier oben hin wollen, ne? Das heißt, wir müssen mal hier eine Verbindung bauen. Von hier rüber nach da oben. Hier, das brauche ich für Bahnhofslänge und bietet sich eigentlich nur hier unten an. Bauen wir mal eine Verbindung nach da oben, oder? So, Loks fahren alle noch 20. Von da. Noch da, dann gehen wir hier oben. Ah, warte mal. Hat er natürlich wieder super hingekriegt hier, ne? Ich würde da vorbeischauen wollen. Und die Kirche da gleich mit reinnehmen. Hier müssen wir ein bisschen was ändern. Passt erstmal. Hier müssen wir den Bagger rausholen und dieses Hügelchen gerade ziehen. Und dann kommen wir mit dem Gleis auch vorbei. Gut, dann brauchen wir hier einen Bahnhof. Und dann passt's. Also die Brücke fehlt uns noch. Was haben wir hier? 55 reicht. Hat gut geklappt mit der Brücke, ne? Sorry, ne? Das heißt, das Stück weg. Okay, geht. Und jetzt müssen wir gucken. Ich würde jetzt nur darüber denken, hier oben war so eine kleinere Verbindung. Oh ja, der fährt da jetzt hin demnächst. Da gehen wir auf die Linie. Schmeißen den raus. Fahrplan. Gehen auf Einfügen. Und wenn wir bei Waiblingen Rathaus waren, ja, fahren wir da vorbei. Da. Da und dann wieder da und dann passt's, ne? Gut, wo fährt er? Da fährt er. Ne, das ist ein falscher, der ist das gar nicht. Aber der fährt auch miese ein. Waren denn hier Leute? Ah, weiß ich gar nicht, ne? Ja, drei Passagiere drin. Das ist ja unwahrscheinlich viel hier. Da stehen wieder drei. Das heißt, wir müssten auch gucken, dass wir hier einen Stadtbus hinkriegen, der dieses Häuschen hier bedient, damit da mehr werden, ne? Und das ist wieder der Punkt, wo ich dann sage, ja, schön, ne? Aber die Kutsche fährt dann kein Plus ein in dem Sinne. Wo ist die? Da ist er. Ja, aber lohnt sich, weil schon zwei Häuser dann da drin sind, ne, oder? Ja, passt. So, jetzt müssen wir nur kurz gucken. Das war irgendwo noch ein Ding. Depot, das war hier irgendwo. Da ist es. Kannst du jetzt einen Spanner mit Bussen da haben? Und der Fahrplan ist. Fahrplan zur Linie.
Stadt ist dann Stadt Bus Staßfurt. Mit Doppel S wegen Computer und so, ne? Ja, dann kannst du ihn fahren lassen. Hat er den jetzt nicht gemacht, ne? Stadtbus, Staßfurt war das. Ja. Starten. Da können wir noch ganz viel auch rauslöschen, wie wir gerade gesehen haben, ne? Okay, dann fährt er dahin. Dauert natürlich ewig, bis er da ist, aber das ist dann halt so. Hier stehen jetzt 129 und die müssten alle von dem mitgenommen werden, wenn er da einfahren sollte. Kriegt er aber gar nicht alle mit, ne? 73 stehen immer noch da. Und wo ist hier eine Kutsche? Da muss doch noch eine Kutsche sein. Da oben ist er, oder? So, Fracht. 6 von 6, okay. Kannst du dann erstmal nicht laden machen. Weil den muss ich umändern in Stadtbus. Weil hier ist ja auch noch ein Häuschen, ne? Die muss hier in die Haltestelle. Mal 1, 2, 3. Und dann noch einen mehr. Und dann da den dahin. Gut. Und dann wird der hier zum Stadtbus, ne? Planänderung ist dann, ja, kannst du auch so machen. Und Weibling kannst du hier oben wegmachen. Und der müsste eigentlich noch locker weiterfahren, weil der noch da runterfährt, ne? Ja. Der hat ja für Weibling, für Sinsheim, der fährt also auch weiter und hat dann auch die neue Linie. Also die wir vielleicht auch noch Stadtbus nennen sollten. Sinsheim. Passt. Und der fährt immer noch, weil die Haltestelle ja noch da dran ist. Dann passt das ja. Gut. Ist mit ihm hier 2,9 Miese. Ja, das war's jetzt erstmal. So, wie viel sind denn hier? 79 Passagiere und der nimmt wahrscheinlich keinen mit, weil das nicht die nach Sinsheim-Wald sind, ne? Fährt er jetzt hier lang, glaube ich, ne, oder? Ja, Übersehenswürdigkeiten. 9 Passagiere sind da drin. Ja, das ist jetzt nicht so prickeln, ne? Dann, ja, aber wir haben es ja ein bisschen erweitert hier. Da kommen ein paar Gäste dazu. Stehen ja schon mal 2 hier. Städtchen wächst, vielleicht wird es ja doch noch was. Hier stehen 72, Dorsten, über Dorsten Leipzig, Geißen. Ich glaube, die letzten beiden nicht, aber der Rest ist dafür da. Gut. Ist hier ein Zug irgendwo? Oh, da ist er. Voll geladen. Oh, weiß nicht, wo die für sind. Aber im Prinzip fährt er vielleicht ein paar Linien zu viel. Ne, hier in Halle war der Wechsel, ne, genau. Da warten aber auch 106 Gäste. Ja, weiß ich auch nicht, wie wir da weiterkommen. Müssen wir gucken. Hier ist der andere. Auch so ein Minuskandidat. Steht denn bei der Burg einer? Oh, 12 Fahrgäste sogar. Hier jetzt stehen, ach, da stehen immer noch 3 Vollwarer, ne? Und hier hätte noch welche mitnehmen können. Die müssen dann nachgekommen sein oder wollen in eine andere Richtung? Andere Richtung wahrscheinlich. Gut. Haltestellen, Bezeichnung nicht, Wartende.
Wir warten am meisten, oder wie? 142. Lückenwalder Rathaus. Wo wollen die alle hin? Überlingen Burg, das ist dahin. Wow. Und die andere Burg ist da. Läuft ja, wa? Oh Mann. Kannst eigentlich einen Bahnhof hinmachen, mit rumfahren machen, ne? Und die so rumfahren lassen. Ist auch schon wieder ein Häuschen. Passagieraufkommen sind sogar zwei. Ja, schlecht, ne? Wir investieren das Geld und fahren mit der Bahn hier weiter rum, denke ich. Ja, wir müssen hier schon rausfahren, so. Ja, fahren wir da hin, dann können wir die. Oder durch am besten eigentlich, ne? Dafür müssten wir die Straße umbauen. Machen wir mal gerade, ist mir glaube ich lieber. Und dann den da durchfahren lassen. So, dann Linie. Ne, da muss noch ein Bahnhof hin. Sind die hier anders? Hat es ein Update gegeben, ne? Güterbahnhof. Kann ja sein, dass es hier keine gemischten mehr gibt. Gut. Passt erstmal. Wo ist der Zug dazu? Versteckt sich gerade. Der müsste hier wechseln eigentlich. Wo ist er denn? Hä? Der sollte doch bis hier nur fahren, oder? Leinfeld. Limbach. Hier ist doch ein anderer Zug. Nein, das ist nur noch ein Zug oder was oder wie? Aber wohl nur noch ein Zug auf der Linie, ne? Lückenwalde. Oder Luckenwalde? Ja. Mach den mal zu, weil wir müssen hier den Fahrplan ändern. Und Luckenwalde. Ne, Leinfelden ist da. Wo ist Luckenwalde? Da. Das heißt, überlegen müssen wir dazwischen kommen, mit einfügen, nach dem und dann nach dem. Dann wird er nach überlegen. Aber das müssen wir dann wiederum noch hier ändern. Schienen her. Mal so. Machen wir so. Bahnhof dahin passt. Und dann müssen wir doch wieder diesen Zug haben, ne? Wo ist er jetzt da? Holen wir nochmal die Linie hier. Kannst du wegmachen, kannst du Fahrplan rausholen und nach Überlingen Rathaus müssen wir einfügen machen. Hier anhalten.
Dann fährt er Oerlingenburg an, dann Lückenwalder Rathaus, Lückenwalder Burg, Lückenwalder Rathaus. Und da müssen wir nochmal einfügen. So, jetzt müsste es passen. Ja. Gut ist, oder? So, und dann kannst du ihn hier auswählen. Fahrzeugdetails ausmustern, weil gleich, wenn keiner mehr da ist, brauchst du nicht mehr lang fahren, ne? Da ist noch so einer. Und ausmustern, wenn du nicht mehr hast. Weil dann übernimmt der Zug. Wäre tatsächlich zu überlegen. Achso, nee, wir müssen ja diese Strecke hier dicht machen, ne? Dann passt das schon. Okay, da müssen wir noch so wegmachen. Jetzt ist richtig. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, ne? Er fährt jetzt gerade plus ein hier, ne? Wo ist der Erste? Oh, noch ein bisschen hin. Das heißt, er kriegt jetzt hier noch ein paar Zuschauer rein. Ein Zuschauer ist gut, ne? Ein paar Fahrgäste rein. Hier stehen natürlich schon 14, ne? 29 haben wir da. Da haben wir 9 Stück weggelassen. Und vielleicht sind auch welche umgestiegen, weiß ich nicht. Jetzt ist er hier. 43, die fahren alle zur Burg oder was? 26 kommen wieder. 90 ist voll. Dann kann er da noch nicht mal aufnehmen, so ein Shit. Ah doch, kann er ja vielleicht doch, weil da steigen ja vielleicht auch welche aus, ne? Genau so ist es. Ah, passt. 141 ist hier die Zahl. Wir haben auch gerade Anfang des Monats gehabt, aber das sieht erstmal gut aus, oder? Was macht er jetzt hier? 187 plus. 9 Markt jetzt. Ah, da fährt er ins Minus. Aber aus 9 Markt hat er genug gehabt da. Hier fährt er fast voll hin. 578. Jetzt ist gleich der Erste. Kriegt er nochmal einen Tausender zusammen. Ja, 9 Markt. Da geht es aber. Ah, okay, da ist jetzt der Monat gewechselt. Okay, da ist jetzt nicht so prickelnd nach 9 Markt. Hierhin. Ah, ist er fast ins Null gekommen. Das wird er jetzt hoffentlich hier machen. Ja, hat er ja auch 90 Passagiere dran. Aber Null ist es auch nicht geworden. Aber reicht, dass er hier nicht ins Minus läuft. Gut. 4 kann er noch hinzufügen bei der Burg. Hat er nicht. Hat aber einige da gelassen. Tausende haben wir hier knapp. Okay, fast voll. Jetzt ist er voll. Da ist der 1. Mai, 1. Juni. Und ist knapp ins Minus gefahren. Okay. Und wir haben mal 540.000. 3 Monate Konto überzogen. Das heißt, Monate, also Marge. Ne, Marge ist an. So, wir sind jetzt so extrem in der unten, dass das so ist, okay. Ja, wir haben noch 398.000 hier, ne? Ich weiß nicht, ob das Spiel gut ausbalanciert ist. So kommt es mir gerade so vor, oder? Ja, 5.000, 8.000. Hier haben wir jetzt 500er, 300er. Der fährt schon ins Minus. Die fahren alle hier mit die Schifflein ins Minus. Kutschen auch ins Minus. Alle kutschen ins Minus. Tja. 200. Muss man schon überlegen, die Kutschen wegzulassen, ne? Damit wir nicht so viele Minus machen, weil die Stadtbusse fahren alle Minus ein.
Hier ist der erste Zug, der Minus macht. Wo ist er denn da oben? Ja. Steht hier und lädt, ne? Was machen die beiden hier? Oh, doch, die fahren da noch. 1400, 2,8. Und hier ist der Oberhammer. Das ist der, der jetzt hier nach Stassfurt fährt. Hier steht natürlich keiner. Die orthodoxe Kirche können wir mal rausnehmen, glaube ich. Das bringt uns nicht weiter, oder? Ah, doch, hat er sogar welche hingebracht. Aber finanziell hat es uns nichts gebracht, glaube ich. Ah, jetzt stehen hier nicht mehr 3, sondern hier stehen jetzt 30. Das ist schon mal etwas, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wie die anderen Städtchen so werden. Also hier sind ja wenigstens 2 Häuser mit drin. Er fährt hier 250 Miese aber ein. Den muss ich wieder reinholen, ne? Ja, und hier, er war 99, ne? Könnte aber hier definitiv dieses Häuschen. Oh, da ist noch eins gekommen gerade. Aber wie es immer so ist, ne? Das wären 2 Haltestellen dann. Ist dann die Frage, wann das erste Auto kommt. Aber das war irgendwie 33 oder sowas. Das war viel zu spät. Wir haben 1891, ey. Was können wir denn anderes machen dafür? Straßenbahn bauen, ne? Bringt's das? Ja, ich gucke mir mal die Kosten dafür an und gucke, ob man hier für sowas hier eine Straßenbahn baut. Vielleicht macht das ja mehr Sinn. Ich weiß es noch nicht. Wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.